Fast aufgestiegen, sagt er. Wir wurden in den Playoffs gedemütigt. Und einige Spieler haben eine Verstörung mitgenommen. Das ist halt echt eine plausible Erklärung, ne? Das wird halt echt erklärt, warum die, wenn es drauf ankommt, so einknicken. Oh, was ist hier? Curry macht sich keine Sorgen mehr um die Atmosphäre im Kader. Er ist, ja, er schätzt die Bemühungen. Richtig so. Danke, mein Captain. Oh, Captain, my Captain. Let's go. Immerhin, die Spieler stehen teilweise auf unserer Seite. Die sind halt echt wirklich, ne, nicht so böse, oder? Ja, wir machen einen guten, wenn auch unspektakulären Job. Ne? Das sind die Fans und die Presse, die uns nicht mögen. Das wird immer wieder deutlich. Und jetzt, wenn es darauf ankommt, wird es lauter als zuvor. Ba Nein! Nein! Jake Buxton, unser Knasti-Co-Trainer, hat es geschafft, er hat eine neue Anstellung bekommen bei Walsall. Unglaublich. Mit dem langen Hafer dominiert er da die League One. League Two, okay. Und wen will er haben? Seb Thompson. Ah ja. Lawrence zu den MK Dons. Ja, da waren wir schon ganz schön weit. Da waren wir schon leider sehr, sehr weit. Und Tom hat gesagt, nö, du, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich sitze lieber meinen Vertrag hier bei Derby aus. Ärgerlich. Und Clark Solter verlängert bei Stoke. Hatten wir auch mal. Ne? Zumindest mal beim Probetraining. Dann wollten wir einen Vertrag anbieten. Und dann sind noch welche anderen gekommen und er hat natürlich gesagt, ja, ich schätze zwar eure Bemühungen, aber wenn mich doch jemand anders haben will, dann ist Derby für mich keine Option mehr. Da ist es dann egal, ob der andere in der sechsten Liga in Litauen spielt. Das ist in Ordnung, das nimmt er in Kauf. So, Bernabé, bevor wir den jetzt wieder kritisieren, das macht doch eh keinen Sinn bei dem. Dylan Levitt, mein langjähriger, ja, Wunschtransfer. Hat jetzt genug von Blackpool. Hat da jetzt immerhin auch 3 Jahre gespielt. Nicht schlecht. War da immer auch ganz ordentlich, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest was die Noten und alles angeht. Und jetzt geht's dann zu Houston. Okay. So, aber wir konzentrieren uns aufs Spiel. Ludentown. Lee fit, Bielik fit und Gomez fit. Aber auch die letzten beiden nur 45 Minuten. Gott rette uns vom nächsten Torfestival. Ich glaube, das wird meine Ansprache in der Kabine. Nathan Bayer. So, wen bringen wir links? Wir spielen wieder mit Tom Lawrence. Ich sag's euch, wie es ist. Da spielt wieder Tom Lawrence. So, hier ist, glaube ich, ganz klar Ekpiteta und Cooper. So, dann. Max Bird ist erschöpft. Beginnen wir mit Dewsbury Hall. Baker spielt, ja. Jason, wo ist er? Auf der 10. Stark links, Scott rechts, Escobar vorne drin. Machen wir das so? Ne, Echaria. Echaria de Scott. Stark mit auf der Bank. Abiyowi mit auf der Bank. Matt Lane würde ich gerne mal mitnehmen. Hier Bielik statt Bird, der kriegt Pause. Jamie Jacobs und Gomez. Ist eigentlich okay. Oh, bei Lee. Lee vielleicht statt Gomez. Und wir haben ja mit Bielik jemand, der auch IV spielen kann, falls wir einen da brauchen. Kreative Schaltzentrale heißt es bei Jason, wenn der auf der 10 spielt. Absolut, ja. Der einzige Lichtblick bei Derby. Tatsächlich im Moment wieder ein bisschen, ne? Ist jetzt nicht so schlecht drauf, aber der war auch eine ganze lange Zeit mal weg. So, Matt Lane braucht eine Nummer. Die 34 kriegt er. Wie Granit Xhaka. Unser Granit. Komm, Matt Lane. Vielleicht kriegst du deinen Einsatz. Los geht's. Rache? Überraschung? Was sagen wir? Rache funktioniert ja nicht so gut. Deutliche Leistungssteigerung. Komm. Vielleicht fühlt sie sich angesprochen, vielleicht auch nicht. Wir spielen im, ja, leicht schneebedeckten Luden. Luten.
Ach, minus 5 Grad sind es bei leichtem Schneefall, okay. Das sind natürlich angenehme Winterfußballbedingungen, ne? Da habe ich richtig Bock. Also auch als Trainer, ne? Ich sitze da schön mit meinem warmen Tee und mit was zu snacken. So wie man einfach mit der Familie am Weihnachtstisch sitzt und dann ein bisschen, ne, Weihnachtsessen da nascht. So sitze ich auf der Trainerbank. Eingemummelt in eine dicke Decke. Mit der Kiste Plätzchen auf dem Schoß und dem Tee nebendran. Und so schauen wir uns das Spiel hier an. Bayern rechts außen. Der kann flanken. Der Scott kann köpfen, aber der kann nicht platziert köpfen und auch nur. Der kann platziert köpfen, aber leider nur ohne Druck. Nichols will es schnell machen auf der anderen Seite. Adebayo, den nimmt er locker an. Den nimmt er locker an. Kann er auch. Und Roos ist wieder da. Jason muss runter, der spielt nicht bei Kälte. Jason spielt bei Kälte Oberkörperfreihändigst. Ich glaube, du hast was vergessen. Und Paddy Roddick ist so kalt wie das Wetter. Wow, was ein Abschluss. 1-0. Sehr stark. Ja, 1-0. Let's go. Scott, schön Ball erobert. Komm, Jungs, jetzt geht hier was. Lawrence Baker. Schick Scott. Lawrence, Ball abspielen. Ja, Shrewsbury Hall, Knight. Ach, Escobar, Junge. Geh doch den einen Schritt und zimmer den in den Winkel. Ein Panzo hat sie doch vorgemacht. Einfach nur abgucken und zuschauen. Genau. Abgucken und zuschauen. Ikpisu. Auf Campbell mit ganz viel Platz. Cooper ist da. Und Lawrence spielt da klein, klein. Dir ist es bei Auswärtsfans, bei Auswärtsspielen so peinlich. Als Derby-Fan. Vielleicht muss ich das als Trainer auch mal machen. Einfach dann auch mit dem Heimteam zu jubeln. Das muss ich mir vielleicht auch einfach angewöhnen. Ich glaube, es kommt dann auch cool für die Pressekonferenz. Wenn dann Fragen gestellt werden. Bayless. Pass auf. Campbell. Adebayo und Roos. Mit einer richtig wichtigen Parade. Aber so richtig, richtig wichtig. Und Kelly ist da. Bayern. Ja, behauptet sich da ganz gut. Aber Knight kriegt den Ball nicht durch. McNamara, schöne Flanke, Ikpisu. Also es ist ja nicht so, dass wir keine Offensivszenen haben, ne? Nur unsere Offensivszenen dauern halt trotzdem so die Hälfte der Zeit. Oder ein Drittel der Zeit von denen von Ludenthal. Shrewsbury Hall, Knight, Escobar. Was sind das denn für Abschlüsse, Junge? Wer hat denn dir in den Kopf geschissen? Du sollst doch nicht einfach nur schießen. Du sollst auch überlegt abschießen. Gut von Cooper. Ejali, aber da vorne steht da niemand mehr. Adebayo gut geblockt. Und Ecke von McGurk. Vielleicht müssen wir den mal verpflichten. Vom Namen her ist es, glaube ich, einer für Derby. Die Frage ist, ob der überhaupt bei uns spielen will. Nichols. Gut von Ekpiteta, aber wieder kann Ludenthal einfach die zweiten Bälle da ganz locker annehmen. Ach. Komm, Jungs.
Eine gute Idee. Komm, Jason, du bist doch sonst so kreativ. Zeig mal was. Überlass es nicht Nathan. Nathan kann das nicht. Der kann dribbeln und rennen und flanken. Aber sonst kann Nathan nichts. Na doch, defensiv ist auch ganz gut. Aber das Passspiel ist trotzdem nicht seins. Jason macht gut Druck und damit erobern wir den Ball. Nee. Da muss einer sagen, dem Luis. Luis, hast Platz. Mach ganz in Ruhe da. Und Campbell macht 2-0. Alan Campbell. Zweites Saisontor macht da gegen uns. Sei ihm gegönnt. Na gut. Vielleicht dann auch mal wieder gegen Brighton im 4-4-2. Aber White ist ja auch wieder nicht fit. Das ist das nächste Problem. Da haben wir keine zwei Top-Stürmer dann. Ach Jungs. Wofür mache ich mir denn hier immer die Mühe, ne? Mit den ganzen Transfers da. Am Ende werde ich auch eh enttäuscht. Cooper 6, Lawrence 6,0. Byron 6,2. Baker nix, Knight nix, der ist sogar noch sauer dazu, sehr frustriert, dass er hier überhaupt auf dem Platz stehen muss bei minus 5 Grad. Da will ich eine deutliche Leistungssteigerung. Vielleicht Bielik statt Baker und dann Drewsbury Hall vorziehen, haben wir immer ein bisschen physische Defensive da. Ja, und sonst, I don't know. McGurk mit der Ecke. Super geklärt. Bayless McGurk. Und Bayless haut den zu den Fans. So, was machen wir? Jason ist frustriert. Anthony läuft nicht. Jadia läuft nicht. Ach, Ebiyobi, komm. Bringen wir Matt Lane vielleicht sogar mal hier. So, komm, sollen wir einen dritten Wechsel direkt machen? Ja, Ekpeteta ist komplett erschöpft. Komm, Bielik für die IV. Komm, alle drei Wechsel auf einmal, Hauptsache das Spiel geht schnell rum. Das ist natürlich der richtige Ansatz vom Coach. Lawrence mit der Ecke, komm, 2-1 und auf einmal ist wieder Hoffnung da. Ja? Ja? Oh, Ebiyobi, schade. Naja, eine Torannäherung, ne? Okay, die drei Wechsel haben es gebracht. Wir sind da. Brian Escobar, Matt Lane. Links raus steht da. Genau, Tom Lawrence. Schöner Seitenwechsel auf Bayern. Wie Robertson und Trent. Ne? So sind die beiden. Gute Balleroberung von Bayern. Auf einmal sind wir wach. Vielleicht haben uns die Wechsel gut getan. Schöner Ball. Jason Knight. Der ist doch so abgezockt im Moment. Aber den setzt er vorbei. Ah, schade. Ja, okay. War eine kurze Sturm- und Drangphase von uns. Aber hat sich auch schnell wieder erledigt, wie es aussieht. Jason Knight, Lawrence. Boah, der geht weit drüber. Der geht ganz weit drüber. Boah, Matt Lane mit Ballverlust, das geht ihm dann vielleicht doch nochmal zu schnell. Schade. Und er ist raus. Naja. Spiel ist aus.
2-0 Niederlage, ärgerlich. Tom Lawrence ganz schwach, Cooper gut, Jelic auch gut dann. Bruce war aber auch nichts heute, Bayern war nichts. Chris Willi Hall auch nicht, Lane okay, aber. Ach, Offensive wieder tot. Naja, Jungs, komm. Ich bin stolz auf den Einsatz. Hat nicht sollen sein. Wir müssen da jetzt als Freund hingehen. Wir können nicht mehr als Trainer auftreten, weil als Trainer funktioniert es nicht. Matt Lane sieht halt auch böse aus, ne? Der sieht halt auch aus, als hat er noch nie in seinem Leben irgendwas für sein Aussehen gemacht. Naja. Brighton 5-2 Sieg, Coventry 2-0 Sieg, Crystal Palace 3-2. Norwich gewinnt 2-0. QPR trotz roter Karte in der Verlängerung mit 2 Toren und gewinnt das Spiel. Gegen Ipswich Town, das ist nicht schlecht. Das ist mal ein Ausrufezeichen hier im Aufstiegskampf. Bournemouth mit dem 3-0 gegen Sheffield, nachdem man gerade erst wie viel gespielt hat? Achso, nur 2-0. Okay. Hatte ich höher in Erinnerung. Okay. Ja, direkt geantwortet, wichtig. Sheffield gewinnt gegen Cardiff, okay. Und West Brom gewinnt gegen Reading. Langsam müssen wir tatsächlich nach denen hier unten schauen, ne? Dass die nicht auf einmal mehr Punkte holen als wir. Da ist schon ganz schön viel passiert. Da ist das Kind schon. Ja, das ist noch nicht im Brunnen gefallen. Es hängt aber schon ganz unten auf dem Boden. Einfacher Sieg für Ludenthal, so könnte man das beschreiben. Und Lane hat endlich sein Debüt. Ja gut, mit 19, also was heißt hier endlich? Das ist, da ist dann noch ein Jungspund. Aber gut. Jarias Baumkurve, ja, die ist ganz schön schlecht. Die zeigt nicht mal mehr nur nach unten, sondern die geht mittlerweile schon in den Bogen zurück wieder, da wo sie hergekommen ist. Das ist die Formkurve von Ejaria und nicht nur von ihm, sondern von vielen, vielen anderen in der Mannschaft auch. Das ist das Hauptproblem bei uns. Ach Mann. So, Angebot für Christopher Wu nochmal. Ah, okay, das wäre sogar schon mal was, wo ich sag, könnte man machen. Wir kriegen eine Gewinnweiterbeteiligung. 1,8 Millionen direkt. Und neu, 1 Million nochmal per Raten. Wäre okay. Glaube, wir nehmen es sogar an, oder? Glaube, wir nehmen es sogar an. Ja. Wir können ja am Ende es immer noch ablehnen, aber ich meine, wir haben mit Cooper, Brandon Cooper wahrscheinlich einen, der da bleibt, der noch Innenverteidiger ist, der es auch spielen kann. Wir haben mit Equiteta Cooper 2, die eh immer spielen. Und zur Not haben wir noch Alejandro Gomez. Also da sind wir gut besetzt. Das passt schon. Geschäftiger Deadline Day erwartet. Oh, Tolisso vielleicht weg zu Valencia. Evian auch weg. Und Belfodil vielleicht zu Reading. Interessant. Wir nehmen natürlich teil. Mal schauen, was da noch so geht. Und ja, mitten im Deadline Day kommen wir nochmal hier ein paar Ratschläge zu den Aufstellungen, also das, was uns erstmal nicht interessiert. Oh, Hearts haben wegen Bustos angefragt. Komm. Nachwuchs Bustos, immer noch auf dem Markt, den hätte ich gerne. Oh, wir erhalten 20% von Liam Delap. Wir erhalten 7 Millionen. Let's go, weil er für 54 Millionen zu Southampton gewechselt ist. Weitere 4 Millionen per Ratenzahlung. Und Bustos geht zu den Hearts. Okay. Wir haben 5 Millionen Transferbudget jetzt. Wie sieht's aus mit meinem Spieler, den ich schon immer haben wollte? Ist sogar machbar, ne? Wir machen 5 Millionen und hier von mir aus sogar 2. Let's go. Danny Loder, klappt das jetzt mal mit dem? Ach, das wäre schön. Ich weiß nicht, ob der. Ja, der sieht gar nicht mal so gut aus, ne? Aber irgendwie. Irgendwie ist es der Junge, der spielt auch schon wieder stark. Das ist der Junge, den wir brauchen. Ich weiß es. Ich hoffe, er will auch noch zu uns. Das ist eher das Problem. Hat große Bedenken.
Danny Lauder. Schlüsselspieler. 200.000 will er erhöht haben. Ne, zu teuer. We got no money. So, jetzt ist die große Frage. Holen wir uns Jovovic. Ja, ist mal wieder einer von den Nottransfers vom Coach, ne? Man kennt's ja, Wladimir Vovovic. Nicht mal fertig gescoutet. Hat Länderspielerfahrung, ist montenegrischer Nationalspieler. Ja, gut. Wir kennen halt jetzt nicht so viel. Auf den ersten Blick hier sieht es aber in den relevanten Stats ganz okay aus, bis auf Passen. Ja, Entscheidung ist jetzt auch nicht ganz so gut. Antizipation, okay. Ja, ja. Funktioniert da ganz gut in Montenegro. Ist natürlich ein Riesensprung in die zweite Liga. Das heißt, ja. Der war aber jetzt auch nie so ganz schlecht, wo er war. Man könnte es probieren, ne? Wir zahlen halt 570.000 für jemanden, wo wir nicht genau wissen, was wir bekommen. Es ist ein Risiko, aber ich würde euch ganz ehrlich sagen, schlechter als die, die wir aktuell haben, kann es nicht werden. Deswegen rein da! Wird gekauft. Wladimir Vovovic. Unser Nottransfer am Deadline Day. Die Medien haben gesagt, warum haben wir so lange gewartet? Vielleicht haben sie recht. Wir werden es gleich sehen. Und wir sind immer noch an Bustos dran und genauso an Katie Gordon, aber ich glaube nicht, dass sie zu uns kommt. Und er sieht nicht so schlecht aus. Er sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das ist auf jeden Fall was, mit dem wir was anfangen können. Jemand, mit dem wir was anfangen können. So, haben wir hier noch was? Ortega verpflichtet. Katie Gordon geht zu Cardiff. Bustos geht zu uns. Nach Joel Bustos würde nochmal zu uns kommen. Ja, nice. Den nehmen wir mit. Oder? Nachher musst du das auch mitnehmen. Komm. Wir haben gerade ein bisschen Geld bekommen. Wir haben jetzt eh einen vollen Kader. Jetzt ist es halt so. Und da müssen wir durch. So. Einmal begrüßen. Kaderregistrierung. Bustos noch mit rein. Und dann haben wir da nochmal, ja, ordentlich nachgelegt. Mal schauen, ob sich das dann so bewahrheitet, wie ich das mir wünsche. Bustos bekommt die Nummer. Wo ist er hier oben? Kriegt dann die 25. So. Genau. Ja, und da ist es zu Ende. Wir haben nochmal mit Escobar, mit Bustos, mit Jovovic nachgelegt, eingekauft, zwei ausgeliehen. Er ist immerhin mehr wert als der Einkaufspreis, das ist schon mal ganz gut. Steve Early nochmal ausgeliehen und ja, Spielergehälter, da zahlen wir ordentlich mit mittlerweile. Nur an Qualität stimmt es noch nicht so ganz. Naja. Oh, und Isi ist endlich weg. Endlich wieder in der Premier League. Na dann, okay. So, und jetzt direkt am 1.1., am 1.2., direkt nach der Transferphase, geht's gegen Brighton, die aktuell Dritter sind, waren aber auch eine Zeit lang Erster. Ist scheißegal, es wird ein schweres Spiel. Aber wir haben ein paar neue, die sich beweisen können und wollen. Und vor allem sind sie begeistert über unsere Transfers, der Vorstand. Sehr schön. Das auch lange nicht mehr. Aber die Stimmung ist sehr schlecht im Kader. Naja. Jovovic ist fit, Bielik ist fit, Lee fit und Gomez fit. Also Gomez und Bielik dürften langsam auch mal mehr als 45 Minuten fit werden, muss ich sagen. Das ist dann doch schon ein bisschen wenig gerade. Naja gut. Gegen Brighton. Wie spielen wir es? 4-4-1-1. Komm, wir spielen es mal mit einem Doppelsturm. Ich wollte es doch eh so spielen, nur war weit verletzt. Jetzt haben wir aber ja auch Bustos, der das spielen kann, ne? Okay, Bayern, hinten rechts passt, Ekpiteta Cooper. So, links. Lee, wie lang kann er? 45. Naja, wir lassen Lawrence mit auf der Bank, falls wir wechseln müssen. Rechts Mittelfeld vielleicht sogar Jamie Jacobs. Links Jack Clark. Und zentral. Ball erobernd. Louis Baker und daneben Jason Knight.
So, die haben schon mal eine ganz gute Bindung. Die beiden hier auch. Das heißt, die Ketten sind gut verbunden. Jetzt geht es um vorne. Jordi Escobar als Schlussstürmer. Und nebendran Nahuel Bustos. Wie groß ist der? Ja, das passt. Escobar ist der Große. Okay. So, dann Tom Lawrence. Daneben Brandon Cooper. Dilik. Matt Lane, eher Shrewsbury Hall, ja, eher Max Bird noch. Scott und Jovovich. Ja, gehen wir mal so rein. Wir haben jetzt wieder einen riesigen Kader, aber so ist es halt. Ist auch okay so. Ja, wir können ja immer den einen oder anderen in die U23 schicken, so wie wir es eh schon gemacht haben. Ich bin mal gespannt, auch auf die neuen. Lee und Nathan nicht ganz fit, aber müssen sie jetzt durch. So, ich erwarte ein wesentlich besseres Spiel. Ja. Mal schauen, ob wir das bekommen werden. Gegen den Aufstiegskandidat Nummer 698 in der Championship. Alle außer uns sind da, glaube ich, Aufstiegskandidat. Wir sind da schon von vornherein ausgenommen. Matheson. Stimmt, der ist jetzt zu Brighton. Die spielen jetzt hier schon mal sehr, sehr stark. Aber Roos passt auf. Sehr schön. Das ist aber nicht Daniel James, oder? Gut aufgepasst von Bayern, aber Jacobs verliert den Ball. Brighton spielt es sehr, sehr gut. Aber der landet bei Roos. Und der macht es gleich schnell über Bayern und über Jamie Jacobs. Oh, Bustos wilder Ball. Und Tolisso ist anscheinend doch geblieben. Nicht zu Valencia gegangen. Er wollte weiter im Championship spielen. Er wollte wohl den Aufstieg in der Vita haben. Schöner Pass auf James. Legt den quer. Cooper, Junge. Nein. Oh, wenn Jake Cooper jetzt auch noch anfängt. Dann wird es ganz schwer. Ist es Daniel James? Na klar, ist es Daniel James. Oh, gar nicht so grinsen da. Klasse. Klasse. Schöne Vorlage von Jake Cooper. Ja, 2 Minuten hat es gehalten. Wir sind schon stark, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie es danach weitergeht, nach Brighton. Ich hoffe, da kommen ein paar einfache Spiele, dass wir wieder ein Erfolgserlebnis haben. Allen. Connor. James wird da nicht vorbeigetrennt. Ida. Immerhin geblockt. Der Senior Bustos mit der Balleroberung. Sehr schön. Und Epiteta klärt den. Ja. Kann man halt nicht viel machen. Nach Brighton kommt die Entlassung. Nein, wir haben doch gerade gute Transfers gemacht. Der Trainer ist, der Vorstand ist doch gerade glücklich, dass wir da so tolle Transfers gemacht haben. Oh, geiler Pass auf Daniel James, der läuft vorbei. 2-0. Aber abseits vielleicht? Nee. Na toll. Da merkt man, wer Aufstiegskandidat ist und wer Abstiegskandidat ist. Ja. Also nächstes Spiel, was wir schon mal vorzeitig abhaken können eigentlich. Der Haken ist dran. Ref, du kannst abpfeifen. Wir gehen da zum nächsten Spiel einfach direkt weiter. Chase mal mit einer Balleroberung. Komm. Vielleicht mal jetzt eine gute Idee. Von irgendjemand. Bustos schön auf Escobar. Jacobs mitkriegt den zurück. Escobar! Junge, die Dinger müssen dann halt auch rein. Das ist auch ein guter Abschluss. 13. Komm, Junge, mach doch mal dein Tor da. Boah, Cavallero mit dem Hattrick in 26 Minuten.
Die Jungs können sich doch noch ein Premier League-Spiel angucken. Genau, wenn wir zur Halbzeit abpfeifen. Boah, schöne Flanke. Nahuel Bustos. War aber abseits. Nee. 2-1. Er trifft gleich bei seinem Debüt. Let's go. Von wem war die Flanke? Von Jason oder was? Na klar, von wem sonst? Stabiler Winkel auf jeden Fall. Und es steht 2-1. Ja, vom Gott kam die Flanke. Ach so, mach mal Ausrufezeichen, Jason. Ich habe das irgendwann mal eingerichtet. Hab's dann immer vergessen. Connell drüber. Bayern zur Halbzeit ist sogar bei dem Spielverlauf ganz in Ordnung, oder würde ich sagen. Ja, Jason, die Legende. Ach Mann. Ey, Jason werde ich echt vermissen, ne, wenn wir im Sommer weggehen. Gell, finde ich auch. Das ist eine Top-Beschreibung. Ich bin persönlich auch ein sehr, sehr großer Fan von seinem Spitznamen The Frauenheld. Finde ich einfach überragend, muss ich sagen. Ja, also Jason werde ich echt vermissen, wenn wir dann weg sind. Vielleicht können wir ihn irgendwie zu uns holen. Vielleicht gehen wir einfach nach China und kaufen ihn ganz teuer ein. So, Epiteta, Cooper, das ist eine Katastrophe defensiv. Außer Bayern und Roos. Baker ist auch nichts. Ja, offensiv ist sogar okay. War zu wenig. Zeig in der zweiten, was ihr drauf habt. Komm. Und Clark ist jetzt ängstlich. Na toll. Na toll. Baker, geiler Ball auf Bustos. Kommt aber nicht ganz hin, schade. Lean hat klärt. Was die auch für ein Team haben in der Championship, überlegt euch das mal. Die steigen einfach ab und die müssen niemand verkaufen. Die Spieler verdienen teilweise noch besser dort als bei einem Europa League Aspiranten in sonstigen Top 5 Ligen. Das ist halt echt asozial. Lee schickt Escobar. Oh, der Escobar kriegt aber den Ball abgelaufen, so langsam ist er. Immerhin kann er nochmal Druck machen, ein bisschen. Bongla. Josh Sargent, langer Ball auf Eider. Ekpiteta passt auf. Sehr gut. Oh, Daniel James, der hat Bock bekommen nach seinem Tor. So, wir beginnen jetzt, beziehungsweise wir wechseln mal, und zwar. Ach, Lee. Tom Lawrence kommt links. Jovovic würde ich gern für Dings bringen, aber erstmal holen wir Baker raus und bringen Max Bird rein. Und da mal schauen, was Jovovic da rechts auf dem Flügel noch so leisten kann. Der hat tatsächlich sogar ein ganz gutes Gefühl bei dem im Moment. Aber mal schauen. Tolisso. Allen spielt da auch noch. Dieses bitte Allen. Halt zurück, ist das denn? Ja, Allen, Junge! Reicht doch! Reicht doch! Wir haben doch schon Brighton als Gegner. Da müssen wir jetzt nicht sowas hier veranstalten. So, wir wechseln. Wladimir Jovovic. Mit seinem Einsatz. Sein Debüt für uns. Von den Fans frenetisch gefeiert. Keiner weiß, wer er ist. Aber muss wohl guter sein, wenn der Coach ihn holt. Alan, komm. Ja, abseits, abseits.
Nee, war kein Abseits, okay. Gute Parade von Roos. Und da ist er, Jovovic auf dem Feld. Der neue Messias. Und wir sind halt immer noch im Spiel, ne? Obwohl wir nichts fürs Spiel machen. Das ist halt auch krass. Vielleicht kriegen wir nochmal die eine Chance aufs 2-2. Das wäre schon ein Top-Ergebnis. Muss ich euch sagen. Boah, Fehlpass, Bird, Jason. Vielleicht nochmal so eine Master-Idee. Geiler Ball auf Jovovic. Bringt den flach rein. Aber da ist niemand. Schade. Und Bird mit der nächsten Balleroberung. Sehr, sehr stark. Cooper schickt Escobar. Escobar, Flanke, Bustos. Oh, schade. Auf einmal sind wir doch nochmal da. Da sind sie nochmal. Die Jungs aus Derby. Ach, Jason mit dem Ballverlust gegen Tolisso. Und Daniel James auf der anderen Seite. Versucht es da selber, aber der Winkel war dann tatsächlich zu spitz. Und wir nochmal. Lee mit Tom Lawrence. Jason. Jason wieder mit Ballverlust, aber Lee passt auf. Bayern hält den Ball gefährlich für uns. Ganz lange Flanke. Bird bringt ihn nochmal auf Jovovic. Das ist einfach zu schlecht ausgespielt und trotzdem bleiben wir im Ballbesitz. Jovovic legt den quer, schießt den da quasi schon aufs Tor. Boah, ganz chaotische Phase hier von beiden Seiten gerade. Eieiei. Da spielt ja keiner besser. Naja. McCallum. Tolisso. Daniel James bringt den flach rein und in unserer Drangphase dann David Brooks mit dem Tor. Weil unsere Defensive heute einfach nicht da ist. Wir haben sogar mitgespielt eine Zeit lang. Wenn auch immer nur 10 Minuten in der ersten Halbzeit und 10 Minuten in der zweiten Halbzeit. Aber wir waren dran und dann, wir kriegen immer die Tore zur Unzeit. Ja, hau rein. Ab in die Redaktion. Besser ist, sich so ein Spiel anzugucken. Rauschen, Tolisso. Bringt den flach rein auf Brooks, aber Epiteta nochmal dazwischen. Na, immerhin. War abseits, okay. Bayern. Jovovic. Ist weg, okay. Okay, 3-1 Niederlage. Jason mit einem geilen Spiel, der ist wieder in Form, das freut mich. Bustos, gutes Debüt. Escobar, okay. Jovovic, naja. Bird war gut. Lawrence. Defensive war gar nichts heute. Roos immerhin stark. Und ja, Clark war nichts. Baker, naja. David Jacobs auch nicht. Ja, war. Ich wäre nicht unzufrieden gewesen, wenn das ganze Spiel so offen wäre. Aber immer diese nur 10 Minuten, 10 Minuten, das reicht nicht. Das reicht einfach nicht. Kartengewitter nochmal. Zieht an uns jetzt vorbei. Es sind nur noch 4 Punkte. Auf dem Abstiegsplatz. Uiuiui. Coventry gewinnt gegen Cardiff. Crystal Palace gegen Birmingham. Barnsley. Ipswich gewinnt immer gegen Rotherham. Unsere Konkurrenz verliert. Das ist wichtig. Das ist das Wichtige. Okay, Sheffield mit 5-1. Nicht schlecht. Eieiei. Mitten im Aufstiegskampf und wir mitten im Abstiegskampf. Bustos trifft beim Debüt. Das war der Lichtblick vom Wochenende, würde ich sagen. Beziehungsweise vom Samstag. Und ja, Reading gewinnt nochmal gegen QPR. Okay. So, und eine Sache können wir mal machen. Wir gucken mal nach unserem Baby. Bartosz, wie geht's dir in Polen? Ah, 20 Spiele, 8 Tore. Eine Vorlage. Ist in Ordnung, oder? Ist in Ordnung.
Aha. Okay. Muss auch erstmal ankommen in der Heimat, hä? Big Daddy. Der hat 92 Ligaspiele für uns gemacht. Das ist halt schon heftig, ne? Krass, wie schnell du so Ligaspiele sammelst in der Championship. Bird verletzt. 11 bis 13 Tage, das ist noch in Ordnung. Da ist er, ja, für Samstag in der Woche ist er wieder bereit. Aber kommt jetzt auch ein bisschen zu uns. Jack Stratton, da sind wir beim nächsten 5 bis 6 Wochen. Knöchel verdreht. Da ist er gerade mal gut drauf und dann kommt wieder die Verletzung. Ach, Verletzungen und Fußball, die machen so viel kaputt. Wu bestätigt zu Wechsel zu Ahmad Grosnyj. Würde ich sagen, machen wir jetzt einfach. Oder ich würde sagen, ja. Wir können ihm gerade die Spielzeit nicht geben. Wir kriegen dafür 2,7 Millionen plus noch eine Weiterverkauf, Gewinnbeteiligung. Das geht okay. Ja. Abfahrt. Christopher Wu, warst ein cooler Spieler? Hat ja immerhin auch einige Spiele bei uns gemacht, ne? 73, ja, nicht schlecht. Im ersten Jahr noch die meisten, dann kam Ekpiteta, ja. Aber der hat sich sehr, sehr stark entwickelt. Und dann ist er halt leider irgendwann stagniert, beziehungsweise halt gewissermaßen auch gezwungen von uns, weil wir mit Ekpiteta ihn nochmal einfach auf die Nase gesetzt haben. Aber ja, Arcelon verdient nochmal ein bisschen. Bevor er jetzt bei uns auf der Bank sitzt und seine ganze Karriere versaut, soll er lieber in Russland ein bisschen spielen. Bei Tschetschenen. Das läuft schon. Ludenthal 5 zu 4. Junge, sind das wieder Ergebnisse hier. Aber reicht, um in die Playoffs zu spielen. Brighton marschiert weiter gegen Blackburn. Und wir haben jetzt West Brom. Also das wird nicht einfacher. Das wird hier überhaupt nicht einfacher. West Brom und dann wenigstens Coventry zu Hause. Also dann immerhin Gegner, wo man sagt, okay, die Punkte, die können wir dann auch mal mitnehmen jetzt. West Brom mit Jake Cooper, mit Jovovic. Wir gehen zurück. Das hat nicht so funktioniert. Wir spielen das hier. Wir beginnen mal mit Bustos vorne drin. Jordi Escobar hat mich jetzt auch noch nicht so überzeugt. Wir werden links. Ja, mit Clark beginnen. Rechts mit meinem neuen Liebling, mit Jovovic. Auf der 10 mit Jason, das ist klar. Vorne drin Bustos, ja. Hier Luis Baker. Und Abräumer Christian Bielik mit rein. So, links hinten Lee, Bernabe, Pedersen, Gomez. Gomez kriegt wieder seine Chance. Wechselt er eh die ganze Zeit durch. Bayern, Ekpiteta und Cooper angeschlagen, wird das aber schaffen. So, dann haben wir Brandon Cooper. Und Tom Lawrence von mir aus, ja. Jordi Escobar vorne drin. Ejaria würde ich gerne mitnehmen. Lane Jacobs. Von mir aus Jamie Jacobs mit. Ne, der Scott. Der Scott. Und hier Matt Lane. Ja. Okay. Das ist die Aufstellung. Also die Qualität nimmt gefühlt auch ab, wenn man sich nur die Fähigkeitssterne anschaut, sieht man, okay, da haben wir schon Qualität verloren. Aber gut. Negativlauf beenden. Heute, die Jungs glauben auch nicht dran. Schwierig. West Brom sieht hier, glaube ich, heute einen ganz lockeren Sieg, einfach einen Durchmarsch. Aber vielleicht können wir ihnen ein bisschen die Party versauen. Perrault. Boah, hätten wir den damals geholt, das wäre was gewesen. Bayern direkt mal mit Foul, zeigt hier. Junge, hier kommst du nicht vorbei. Nur mit Fouls. Bruce fängt ihn ab. Nachdem Ekpiteta da vorbeifliegt. Fängt ja wieder gut an. So, Clark vielleicht mal. Konterchance über Jason. Nimm nach Bustos mit.
Was ist das mit der Flanke? Jovovic. Nicht schlecht. Er ist ein guter Angriff von uns, zwar nach 5 Minuten. Reichlich früh. Das sind wir auch erst später gewohnt. Les Melu. Sei es Magno. Ball läuft gut bei West Brom. Wir sehen da überhaupt nicht annähernd irgendwie. Ne, mal in der Nähe vom Ball, aber bisher spielt sich auch alles nur defensiv. Aber jetzt sind die Lücken da. Detail ist Magno für Aribo. Ah. 6 Minuten geschafft. Eine Steigerung zum letzten Spiel. Na, immerhin. Immerhin, Jungs. Ey, das läuft gut. Wir werden stärker. We go up. Okay, vielleicht mal mit Gomez Clark. Natürlich über Jason, über wen sonst? Baker. Oh Gott, wen hat er denn da gesehen? Mach die Augen auf, Junge! Sage mal. Hey, Cooper verliert das Kopfball. Ach. Da merkt man schon wieder, in welche Richtung es geht. Cooper, jetzt ist er mal da. Alles mal bei uns. Equiteta. Und Angst gehabt, der vergisst jetzt Fußball zu spielen. Jovovic, Bayern hinten rum. Ja. Okay, ist okay. Manchmal muss man so spielen. Guck mal, und auf einmal haben wir wieder Platz. So läuft's doch, Jungs. Gomez. Nein, schick Clark. Drück auf Jason. Bustos Ecke. Okay. Okay, wenn Ekpiteta jetzt mal wieder seine Kopfball-Power rausholt, die hat er ein bisschen vergessen. Aber vielleicht kommt sie bald mal zurück. Nee. Jovovic. Weg. Ah, muss hinten rum. Schade. Chance vertan. Wir rutschen ab auf Platz 19 mittlerweile. Johnstone. Dritte Liga Derby ist dabei. Ich hoffe nicht. Das wird unser Ansehen kaputt machen, leider. Johnstone muss den schlagen, wichtig. Cooper gewinnt das Kopfballduell. Jovovic auch und Jason Knight. Mit Nathan Byron. Wie vor 4 Jahren. Da waren die beiden auch schon dabei. Jovovic flach rein. Bustos. Was ein Typ. Zweites Spiel, zweites Tor. Let's go. Nicht, dass es jetzt so ein Luca Romero halt wird, ne? Der dann die ersten beiden Spiele trifft und dann kommt gar nichts mehr. Aber warten wir es mal ab. Bisher sieht es schon mal sehr gut aus. Da ist Magno. Hat nicht lang gehalten, die Freude. Da ist halt unsere Defensive so schwach. Oh Gott. Alejandro Gomez da auch wieder überfordert. Vielleicht können wir es 2-2 machen. Auch ein 5-4 am Ende. Das wäre doch auch mal was. So ein Ergebnis sehe ich bei uns. Johnstone. Ah, Peru, der hat Zeit. Natürlich hat er jetzt Zeit. Der weiß, wir führen hier, wir müssen nichts machen. Wir spielen auch noch zu Hause. Naja. Na, die haben da viel Platz. Wir stehen tief. Aber wir sind nicht an den Männern. Bayern jetzt mit der Balleroberung. Sehr schön. Und dann mit dem Ballverlust. Ach, Mann. Na gut. Bruce seine Abschläge finden auch jetzt hier schon seit anderthalb Saisons nicht mehr, glaube ich. So alle 10 Spiele ist mal einer dabei, der wirklich noch beim Mann ankommt. Der Rest ist halt einfach nur hoch und weit und weg. So, Jason. Bayern kommt zur Unterstützung. Boah, Clark.
Schade, ist halt kein Kopfballspieler. War da wahrscheinlich selber überrascht, dass er überhaupt zum Kopfball kommt. Ich meine, wir halten hier ganz gut mit, ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir unterlegen sind. Aber mal wieder, die Tore gehen erstens viel zu einfach für den Gegner, kommen mal wieder zu absoluten Unzeiten. Plus, der Gegner nutzt halt seine Chancen und wir wieder nicht. Durundu, Durundu. Haribo und Roos hält fest. Cooles Dribbling auf jeden Fall gerade. War wichtig. Ja, Jovovic mit der Balleroberung. Schickt direkt Bustos. Oh, Bustos. Die ganze kurze Ecke ist frei. Schieb ihn doch einfach rein. Das wäre es jetzt gewesen. Schade, Baker mit der Ecke. Ekpitita kommt nicht hin. Konterchance, Perot. Aber Bayern kriegt den Ball an den Hinterkopf zum Glück. Wenn sie den Ball sehen, können sie nicht verteidigen. Aber wenn sie ihn nicht sehen, dann klappt es auf einmal mit dem Verteidigen, ne? Würde ich mir auch Gedanken machen. Gomez ganz schwach. Bayern, Roos, Bielik. Ah. Wir bringen. Vielleicht war Tom Lawrence wirklich die beste Option da links hinten. Weiß er nicht. Knight, okay, Clark ist noch nicht so, aber da haben wir auch noch mal. Wir waren die bessere Mannschaft und wir werden das schaukeln, Jungs. Kommt schon. Stimmt es, was die Chancen angeht? In dem Sinne nicht ganz, dass wir nicht die größeren Chancen hatten, aber wir hatten auf jeden Fall mehr Chancen. Also es ist ein offenes Spiel hier. Ja, Kipre, gib ihm die rote Karte, Schiri. Gib ihm die rote Karte, der hat schon gelb. Na okay, dann holt er sich jetzt gelb ab. Komm. Dann ärgern wir ihn jetzt ein bisschen. So, Gegner. Guck mal her da. Kipre, ab. Schön pressen. Und schön tackeln die ganze Zeit. Das ist aber ein bisschen ausrastet da. Ja, rote Karte war das. Ich hab's auch gesehen. Böses Foul. Nur auf die Fies. So, komm. Die beiden attackieren wir jetzt mal ein bisschen. Tay ist gekauft, der Schiri. Komm. Runter mit dem. Wir wissen, wo dein Auto steht. Hey, Ling, auf den. Durundu. Nochmal Eiling. Und zwei riesen Paraden. Kelly Roos. Die lebende Maschine. Was ein Typ. Und es. Och nein. Nein. Jungs, bitte. Ihr habt einfach so ein schlechtes Timing. Durchgängig. Das ist unglaublich. Was ein Elfmeter von Lemelu. Das gibt's doch nicht. Immer dann, wenn man am Drücker ist, baut die irgendeine Scheiße defensiv. Deswegen, diesmal war es sogar Bustos. Gut von Roos. Westbrook hat richtig Spaß an seinem Spiel. Das ist halt wieder so frech, ne? Auf einmal haben die Spaß am Spiel, obwohl sie das ganze Spiel nicht wirklich mehr machen als wir. Und das ist das, was uns in jedem Spiel, wirklich in jedem Spiel, das Genick bricht. Boah, fast das Missverständnis mit Cooper und Roos. Das hört gar nicht auf hier. Baker klärt den. Bustos. Vielleicht können wir mal einen Ball halten. Konter starten. Clark. Schöner Ball für Nahuel Bustos. Aber es war ja für Johnstone. Naja, immerhin wäre er auf dem Tor gelandet. Also. Aufs Tor gegangen, der Schuss. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. So, klar, kommt aber raus. Wir bringen Echaria. Könnte ganz gut klappen mit dem da links außen. War das letzte Mal auch nicht so schlecht, glaube ich, oder? Oder täusche ich mich gerade? Unser Linksverteidiger weiß auf jeden Fall nicht, dass er die Linie zuhalten muss da, ne? Dass er in der Kette bleiben muss. Jedes Mal rechts außen rückt rein und da ist ein Riesenloch. Oh, Tom Lawrence, klasse Freistoß, Junge. Zum Glück bist du noch bei uns. Okay, das ist absolute Arbeitsverweigerung hier, der Freistoß. Tom Lawrence, du kommst in die 10. Mannschaft.
Ey, wir können es uns ja gar nicht leisten, weil der Rest ja noch schlechter ist. Haribo. Dulundu. Wo steht Kelly Roos, ist die Frage. Wollte der gerade... Warte mal. Habe ich das... Der jetzt nicht den Ball ins Ausfallen lassen, oder? Och, Junge, die wollen mich doch verarschen, aber ehrlich. Komm, die Jungs wollen mich doch einfach verarschen. So scheiße kann man ja nicht sein. Jason Konterchance. Ach, komm. 2 gegen 1, da links außen, der hat schon gelb, dann provozieren noch ein bisschen. Nein. Jason Knight. Dom Lawrence ist einfach echt eine Frechheit. Der Junge. Oh, Bustos, Field Goal. Er ist halt ehrlich so, Junge. Also, was willst du denn da jetzt noch machen bei dem Team? Da geht ja nichts mehr. Hey, Jadia. Guck mal, die schenken doch einfach dem Gegner den Ball. Die wollen doch gar nicht Fußball spielen. Bielek muss runter jetzt. Erschöpft. Baker geht eins nach hinten, Matt Lane kommt. Zweites Ligaspiel für ihn. Man weiß, ich sag mal, wie im Monte reden, dass sie mich verstehen. Ach, scheiß drauf, Jungs. Es kann es ja wirklich keinem erzählen. Nee. Ah, scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf. Ah, jetzt muss ich noch, so Hänger haben die ganze Zeit. Ah, ich kann's nicht. Ich guck zu wenig Monte, dass ich das kann. Also das ist ja wieder die absolute Frechheit hier, Jungs. Ich glaub's ja nicht. Das kannst du halt wirklich gar keinem erzählen. Punkte, Munkte, braucht doch keine Sau, Digga. Das braucht keiner. Scheiß drauf, Digga. Müssen wir jetzt eine Kippe anmachen. Der Kuba ist schön, schön abgefangen. Matt Lane. Außer Vicharia. Ach, Tom Lawrence, Digga, der ist doch Arschritze. Tom Lawrence, komm, weg mit dir, Digga. Abstoßen, abstoßen. So, Kipré, komm, Junge, mach doch das 4-1. Sieht schöner aus, das Ergebnis. Haribo. Pardon. Ah, scheiß drauf, Digga. Komm, alles gekauft, Digga. Komm. Was war denn das jetzt wieder, Jungs? Also, ich halte fest. Kelly Roos fängt den Ball. Ekpiteta springt in ihn rein. Kelly Roos muss den Ball fallen lassen. Ekpiteta will den Ball wegschießen, schießt dabei einen Lundulu an und der macht dann das Tor. Unglaublich. Unglaublich. Das Ganze wirklich keinem erzählen, Digga. Naja, naja. Schauen wir mal. Vielleicht im nächsten Spiel dann. Tabellen 21. Vielleicht gibt es da mal wieder einen Erfolg. Seit wie vielen Spielen haben wir jetzt nicht mehr gewonnen? Ach ne, wir haben ja gegen Norwich gewonnen, ne? Okay, aber trotzdem. Bayern, was für eine Note. Das ist ja
Absolut frech wieder. Irvan. Ah, gibt noch eine Ecke. Ah, vielleicht nochmal ein Elfmeter, Jungs, oder? Wie sieht's aus? Elfmeter, rote Karte, was haben wir noch nicht? Individuelle Fehler haben wir genug. Was könnte es noch geben? Eine schlechte Schiedsrichterentscheidung. Die hatten wir noch nicht, oder? Jovovic. Nimmt Bayern mit. Komm, 4-2, dann sieht es nicht ganz so schlimm aus. Baker, schöner Ball. Nach Joel Bustos. 1 gegen 1. Oh nein! Bustos hätte auch einfach einen Hattrick machen können heute, ne? Aufgelegt kriegt er die Dinger, ja. Vale. Harvey Vale, 5-1. Uiuiuiui. Das wird eine ganz, ganz, ganz bittere Nacht heute. Boah. Wieder eine sinnlose Auswärtsfahrt. Vielleicht sollten wir einfach gucken, dass wir die Auswärtsfahrten, also dass wir die Auswärtsspiele absagen einfach. Mit einem 0-3 wären wir hier schon besser bedient gewesen, das stimmt. Bustos, Jovovic, das waren die Lichtblicke. Jason war diesmal auch nichts, Matt auch nicht. Louis, der ist auch schon wieder in einem Loch gerade, weiß nicht, was mit dem los ist. Echaria nichts, Lawrence auch nichts. Cooper noch okay, Bayern Katastrophe. So kenne ich den ja überhaupt nicht. 9% angekommene, achso, Flanken. Ich dachte gerade 9% Pässe, Junge, da musst du ja absolut mit zwei, keine Ahnung, was du da machen musst. Kann ich mir nicht mal vorstellen. Gomez-Katastrophe, Bielek auch nicht gut, genauso wie Jack Clark. Also, da wird die Wasserflasche geworfen. Und die Jungs demotiviert, so wie es sein muss. Oh Mann, oh Mann. Bristol gewinnt, Barnsley und Sheffield holt den nächsten Punkt. Ah, 4 Punkte. Naja, gegen Coventry vielleicht der Sieg. 22. jetzt. Ist ja auch schon am Dienstag das Spiel wieder, also wir müssen nicht lang warten, um da was gut zu machen. Wir wurden vernichtet. Mal wieder. Vorstandssitzung zur Diskussion der Zukunft des Trainers. Oh nein, es ist soweit. Es ist soweit. Ah. Gomez denkt, dass wir zu hart zum Team waren. Junge, halt die Fresse. Ihr 5-1 verloren, da kann man nicht zu hart sein.